Ich hatte Heimweh, aber ich meine, Heimweh gehört zum Schicksal jeder Internatbiografie. Sie können das jetzt bei Schirach nachlesen in seinem neuen Roman. Der war in einem Internat in der Schweiz und auf Internaten geht es relativ ähnlich zu, nur dass bei der Napola eben noch die ideologische Erziehung dazu kam, die habe ich damals nicht durchschaut, aber die bestand darin, dass man als Deutscher verpflichtet war, etwas Besseres zu sein. Damals gab es Luftangriffe in der Umgebung von Loben, weil da war das polnische Industriegebiet Katowice, also Katowice und Gleiwitz und so weiter, nee, nicht Katowice und Beuthen und diese Städte. Und wir sind am Morgen in die Wälder geschickt worden, um Lametta aufzusammeln. Die alliierten Flugzeuge, ich weiß nicht, ob die Russen auch, das war ja im Osten, haben immer vor den Luftangriffen zerschnittene Staniolstreifen abgeworfen, weil dadurch die Radarkontrollen außer Kraft gesetzt waren. Man konnte die Flugzeuge nicht orten. Und diese Lametta-Streifen haben, also die kennen Sie vom Weihnachten von Loriot, früher war viel mehr Lametta, die bedeckten wirklich die Wälder. Also da war am Boden wahnsinnig, das wurde gesammelt, weil es wohl wertvolle Materialien, Metallmaterialien waren. Sie sind zu dieser Dokumentation Herrenkinder ja zurückgekehrt an Ihren alten Ort, sag ich mal, die Ja, alte Schule, ja. Napola Schule. Wie war das für Sie? Also das war, also für mich war es ja ein faszinierendes Erlebnis der Verlassenheit, weil die Schule liegt wirklich immer noch am Rand einer Art Wildnis, also eines Art Buschwaldes. Und die Schultüren und die Zäune, die führen sozusagen in ein Niemandsland. Und Lublinitz ist eine ziemlich traurige Bahnstation am Ende der Welt. Solche gibt es auch in Deutschland inzwischen an aufgelassenen Bahnhöfen. Und ich erinnere mich nur, dass dort im Bahnhof ein Pornoshop war, als wir jetzt zurückgekommen sind. Den hat es damals bestimmt noch nicht gegeben und der wäre mir sicher in Erinnerung geblieben.